Alter, Pori! Der Pori ist gar nicht da. Wieso ist ein Pori nicht da? Ist er auf dem Klo? Boah, guck mal, den Scheiben und den Wetter, ne? Irgendwie mag ich das. Ich weiß nicht warum. Für so ein, sagen wir mal, günstiges Indie-Game ist das eigentlich schon ganz cool. Was ist das? Ist das eigentlich schon ganz cool? So. Ah, wir sollen wieder was auffüllen, ne? Hier ist wieder eine Box mit... Ah, alles klar. Wir füllen mal Regale auf. Bevor wir einstempeln, füllen wir Regale auf. Dann haben wir hinterher nicht so viel Stress. Kann man ja jetzt schon mal machen. Wo müssen die hin? Die müssen hier hin, ne? Wieso regnet es hier rein? Hier regnet es... Wieso? Naja. Die... Sind das Onigiri? Die müssen doch an den Kühlschrank. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das hier vorne sieht aus wie ein Onigiri. Das müsste eigentlich in den Kühlschrank. Und zwar... Hier sieht auch gut aus, oder? Hier irgendwo? Da. Restock. Ja, natürlich. Wir restocken mal eben. So. Erst abstempeln. Nee, wir machen das alles direkt. Wir machen das direkt vor dem Abstempeln. Dann haben wir es nämlich trotzdem gemacht. So, was? Hast du nicht mal überlegt, vor Oblivion zu spielen? Ja, aber dann wäre ich mein ganzes Leben da dran gesessen. Ich wollte Skyrim spielen, ich hatte Skyrim versprochen. Ich wollte eigentlich beim Morrowind anfangen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich da wirklich... Ich glaube, das... Wenn... Lebens... Okay. Was? Hallo? Nee, der Wagen kommt gerade erst. Ich habe noch gar nicht eingestempelt übrigens. Zuschauerzahl backt gerade rum. Leute, macht da nicht so einen Wind rum. Alles gut. Die Zuschauerzahl backt gerade rum. Den kenne ich, das ist doch ein Streamer. Der streamt ja manchmal mit seiner Freundin, oder? IRL-Streams. Glaube ich. So... Ah, auf anderen Channeln brechen die Zuschauer auch gerade weg. Ist gerade ein Bug auf Twitch. Keiner weiß warum. So, ich mach mal kurz Restocks fertig. Die müssten doch eigentlich hier, oder? Müssten die hier hin? Die sehen so aus, als würden die hier hinkommen. Aber wir haben sehr viele Regale damit. Wo kommen die denn jetzt hin? Ah, nee, hier? Ach, da unten. Hier, diese, oder? Nee. Das sind die nicht. Wo kommen die denn hin? Entschuldigung, ich bin sofort bei Ihnen, ja, mein Freund? Ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde sofort alles, was Sie wollen, das kriegen Sie dann gleich. Wir haben momentan leider Schwierigkeiten, Sachen zuzuordnen. Ich bin farbenblind, ja, hab 3 Jahre im Krieg gedient. Hab mal ein Auge auf links gedreht, da kriege ich die Farben der Welt nicht mehr mit. Jetzt muss ich ganz kurz eben, können Sie mir sagen, welche Farbe das ist? Das hier, können Sie sagen? Können Sie mir sagen, welche Farbe das ist? Kurz mal riechen. Ist rot, sagen sie, ja? Ist rot, dankeschön. Leider kann ich rot hier nicht sehen, deswegen kann ich das ja auch nicht mehr einsortieren. Da weiß ich nicht. Du läufst die ganze Zeit vorbei. Ja, das hilft mir viel. Das hilft mir viel. Du läufst die ganze Zeit vorbei, ist eine präzise Ortsangabe. Hilft sehr viel. Das sind Erdbärchen. Muss ich gucken. Zweiter Gang. Hier ist aber alles 5. Zweiter Gang. Ist das hier der erste? Wie zählt ihr denn? Hier? Sehe ich das nicht? Bin ich blind? Mal wieder? Zweiter Gang, linke Seite. Das, wenn das der erste Gang ist. Aber hier fehlt doch... Ich bin doof, ne? Gerade bin ich doof? Gang 5. Okay, ja, dann weiß ich. Gang 5, alles klar. Da hätte er mal gleich gesagt, dass Gang 5 ist. Da hätte ich es natürlich gesehen. Hier, Gang 5, da steht es ja auch. Danke für den Hinweis. Cool, danke. So, ich geh mal einchecken gerade. Ich bin sofort bei Ihnen, ja? Ich war lange Krieg, da konnte ich nicht.
Alter! Du Hustensohn! Du dreckiger Sohn einer Hyänenmutter! Alter! Alter! Das Geräusch war mir egal, aber diese Fresse! Oh, Hals, Maul! Witzig! Ja, witzig! Hau ab! Kümmer dich mal um den Gast da draußen! Der steht seit 10 Stunden da! Raus jetzt mit dir! Ih, was hat denn der für eine fette Pocke hier am Arm? Voll die Auswüchse. Und voll der Buckel, aber... Ja, jemand schickt mir Videokassetten. Das hört sich an wie eine perfekte Idee für einen Horrorfilm. Toll. Großartig. Ist wahrscheinlich nur ein Prank. Social Experiment. Ist wahrscheinlich gar nichts. Klar, ist nur ein Video. Ja, natürlich. Jetzt. Hier, ich stempel ein, damit ich eine widerliche Visage nicht habe. Ich muss ganz kurz, some products are missing on the shelf. Alles klar. Our motto, please restock by tomorrow morning, your manager. Haben wir gemacht. Ich stempel kurz ein. Punch in. So. Schon, der ist schon weg. Kannst gar nicht gucken, wie schnell er weg ist. So. Mit seinem Ohr. Und der sieht aus wie ein Mörder. Hammer da. Ist das nicht so ein Comedian? Hammer da? Ja, die Air Conditioning ist kaputt. Ja. Ja, das Essen ist nicht lange frisch wegen der Air Condition. Ja, but he pays me well, you know. Don't mind me. I'll just quickly check the outside units and head right out. Wir alle vertrauen ihm sehr. Wir vertrauen ihm sehr, natürlich. Wen haben wir denn hier? Outside, hier, Air Condition nicht, nein, da. Ich bin überzeugt von der Geschwindigkeit, wie der arbeitet. Richtiger Handwerker. Wo geht der hin? Ums Eck. Eine Sekunde. Oh ja, die Absperrbänder sind kaputt. Das ist aber nicht gut. Gott, das ist bei dem Regen, der arme Mann. So, der Müll steht wieder, aber die Absperrbänder, da ist irgendwas passiert. Hier ist ruhig, ne? Gut. Also, die Frage ist... Okay, ich dachte, irgendwas passiert. Der hat so einen Slenderman hinten auf dem Rücken, guck mal. Ich dachte, irgendwas passiert. Okay. Der schaut das so lange, bis er von alleine repariert ist. Reparierte Lüftung mit seinem heilenden Blick. So. Okay, da lief jemand lang bei der Absperrung. Was? Ich darf nicht in den Chat gucken. Verdammt, da war jemand bei der Absperrung? Oh, Grusnelda will einkaufen. Da gehe ich mal da schnell. Warte mal ganz kurz. Da muss ich mal ganz kurz hier. So, warte. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Bitte gehen Sie nicht nur kacken. Bitte kaufen Sie auch was. Ja, ich beobachte genau, was die Dame kauft. Warte. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Wir haben nicht so viele Kunden um die Zeit, deswegen bin ich immer froh, wenn jemand kommt. Da beobachte ich mal ein bisschen. Das geht schon. So, ich muss gleich mal bei der Absperrung gucken, ne? Fürchte ich. Soll ich bei der Absperrung gucken? Ich bin gar nicht so sicher. Gerade eben ist in der Kamera das Kind hinter die Absperrung geklettert.
erstmal die Arbeit. Guten Abend, wie geht es Ihnen heute? Ein wunderprächtiges Wetter, nicht wahr? Das ist toll. So haben wir das uns gewünscht. Oh, eine Million Kunden. Eine Million Sekunden, so rum. So, hey! Bist du die einzige Person, die hier arbeitet? Nein, mein sehr starker Freund sitzt gerade noch hinten im anderen Zimmer. Ich kann das nicht glauben. Was für ein Manager packt denn ein Mädel in die Nachtschicht alleine? Aber ich sehe schon, du hast keine Wahl. Naja, immerhin gebe ich dir meinen Schutzding. Jetzt sei mal vorsichtig. Bestimmt ein Tampon. Nehmen wir. Die war, glaube ich, nett. Übrigens regnet sie immer noch rein. Ich wollte es nur sagen. Sie hat bezahlt. Alles gut. Die Frage ist nur... okay, ich muss nochmal schnell... Ich schau nochmal eben. Warte mal. Kurz mal gucken. War wirklich eine nette Frau. Da kann man nicht anders sagen. Kein automatisches Spiel an der Tür. Ich weiß, was das Spiel von uns will. Wir sollen dahin gehen, ne? Okay, Chat, wie sieht's aus? Wollen wir gucken? Ich meine, da war dieser gruselige Geisterjunge hinten an der Absperrung. Da kann ja im Grunde genommen nicht viel passieren, oder? Da wird sicherlich, Was? Was? Warte. Oh Gott. Ich geh nochmal kurz in die Kameras. Eine Sekunde, Oh Gott, ist das... Ah, wie unangenehm es sich anfühlt, hier zu arbeiten. Aber hier ist nichts. Das Klo ist offen. Das ist der Klodeckel, der immer hoch und runter geht mit diesem Geräusch, ne? Im Klo haben wir natürlich keine Kamera. Was ich sehr bereue. Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Lassen Sie mich raus! Ich will nicht! Lass das Klo! Halt die Schnauze! Das ist aber unhöflich. Das ist doch bestimmt wieder dieser Bengel, oder? Dieser dreckige Bengel. Der spielt hier einfach rum. Oh, oder Mädchen. Verbranntes Mädchen. Wir hatten uns ja geeinigt. Eskaliert gerade. Warum ist das gerade so eskaliert? Was ist denn? Oh Gott.
Guck mal, rechts das Poster übrigens. Ich wollte es nur sagen, ne? Das Poster rechts hier unter. Oh, die Kamera stört gerade ein bisschen. Das Poster hier unten sieht auch sehr schön aus gerade. Da liegt was im mittleren Gang, wo die Frau gerade war, glaube ich. Oh, verbranntes Mädchen, sagst du? Was ist das? Im mittleren Gang? Das sieht aus wie alte, so alte Gebetszettel aus Japan. Ich räume erstmal ein. Das ist wichtig, ne? Laden muss brummen. Oh, ich kann nicht einräumen. Okay. Laden muss brummen. Ich muss... Pickup Talismans, nein. Oder ja? Heiliger. Abgeschlossen. Was ist das? Da liegt ein Schlüssel. Ah. Den hätten wir holen können. Den hätten wir holen können, glaube ich, ne? Ach, können wir immer noch holen. Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde, wir sollten aber nachschauen. Mein Arm wird taub, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen. Es fühlt sich an, als ob mich irgendwas anfassen würde. Ich kann die Tür nicht öffnen. Hätten wir die Tür geschlossen lassen sollen? War da drin irgendwas eingeschlossen, was wir vielleicht nicht hätten rauslassen dürfen? Aber ich meine, Geister... Welcher Geist lässt sich dann von der Tür beeindrucken? So, oh nein, die Tür ist abgeschlossen, da komme ich nie wieder raus. Ganz schlechter Geist, ganz ehrlich. Da bist du Fehlbesetzung im Job. Oi, 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 was ist das für ein Spiel? Oh... Du musst da so ein Kombini, du bist ein Kombini-Mitarbeiter. Mm. Und da passieren lustige Sachen. Mm. Ich bin die Bahn. Mm. Musst du spielen? Mm. Also. Ding Dong. Ja, wir müssen die Dinger aufnehmen, ne? Wir können nicht anders, glaube ich. Ja, soll man? Wir machen alle dieses Gesicht. Ach, wisst ihr. Schön. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Ach, Gott, 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 Gott. Kündigen, aber wirklich. So. Ich nehme die mal auf, ne? Ich nehme die einfach mal auf.
Was soll da schon passieren? Wir müssen ja eh sauber machen hier. Ich bring die mal zu der Hütte. Ich danke euch, dass ihr mir alle gerade Mut macht mit diesem Chat. Ach, da war die Tür. Ach, hör auf. Läuft. So. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen die Dinger hier hinbringen. Das macht doch irgendwie Sinn. Wir können einen Exorzismus an der Tür durchführen. Ja, dann let's go. Was? Was? Oh. Wenn ich das so sehe, er hat das vierte Tape gesehen und ist daran gestorben. 1, 2, 3, 4, Nummer 4. Er tot. Er ist nur müde. Oh, das ist der Manager. Hey! Hat die Frau nicht gesagt, der Manager ist ein Unmensch? Die Ratten sind auch alle tot. Alle sind hier tot. Okay, meine Frage an euch ist... Kombini-Spiel. Da kannst du im Kombini arbeiten und dann passieren lustige Sachen. Und dann muss man Regale einräumen und dann kommen Kunden und dann passieren so Dinge. Ich bin die Pan, ich bin so lieb und lustig. Ich werde für immer hier in diesem Raum bleiben. Ich werde nie wieder rausgehen. Das ist ein Phänomen in der japanischen Kultur, dass Leute einfach nur noch zu Hause bleiben und nie wieder vor die Tür gehen. Hab den Namen gerade vergessen, aber ich habe gerade spontan entschlossen, das will ich jetzt sein. Ja, das bin ich jetzt. Ich werde mich einfach hier hinlegen. Und Manga lesen. Für den Rest meines Lebens. Vielleicht auch ein cooles Video. Neue Staffel Dragon Ball. Let's go. Okay. Meine Frage aber, die ich habe. Ja, können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Meine Frage, die ich habe. Welches kranke Schwein baut sich so eine kleine Mini-Hütte hinter dem Kombini, das dir gehört oder wo du arbeitest wegen Manager? Welches kranke Schwein hat da so eine Mini-Hütte mit so einer Videorekorder und nur Fernseher im Zimmer? Sonst nichts. Und sitzt dann da die Nacht durch und guckt sich Videos an. Welches kranke Schwein? Also der Manager... Nee, ich nicht. Ich wohne hier wenigstens ein Familienzimmer. In Berlin passen hier drei Familien rein, ganz klar. Aber das, der Manager ist auf jeden Fall... So, und hier... Weil ihr die Videos ja sehen wolltet. Bitteschön, lieber Chat, guck genau hin. Guck ganz genau hin. Oh Gott. Das ist das Haus. Vom Nikolaus. Auf dem vierten Band wird unsere eigene Wohnung drauf sein. Auf dem vierten Band ist unsere Wohnung. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau.
Was für ein Albtraum. War das alles nur ein Traum? Ja, na klar. Hinterher, wenn sowas gesagt wird, passiert doch meistens irgendwas hinterher. Huch! Was ist mit den Schachteln? Oh Gott, die Schachteln! Oh, das ist Horrorspiel. Vergiss nicht die Rattenkämpfe. Oh ja, stimmt hier. Das hier ist halt der wahre Albtraum, ne? Richtiger Bandi-Kühlschrank. Das ist ein richtiger. Nee. Oder Student, erstes Semester. Nee, im ersten Semester sind noch Bierdosen da drin. Letztes Semester. Ja, ich gehe mal zur Arbeit. Wenn wir dann noch ankommen. Kann ich ja vielleicht was zu essen machen hier in unserer. Boah. Hier ist niemand. Okay, ja, die Taschenlampe nehmen wir mit. Der Regen hat wenigstens aufgehört. Okay, ich will nicht. Ich will jetzt überhaupt nicht mehr. Ich traue hier nichts und niemandem mehr. Und ich, vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, es ist einfach zu ruhig. Ich mache die Tür wieder zu. Geht nicht, cool. Es ist einfach zu ruhig. Ich will nicht sterben. Ja, das wäre schön. Ich will heute nicht sterben. Ich will nach Hause gehen. Ach ja. Wir haben jetzt ein Problem. Wir können ja gar nicht kündigen. Der Manager ist tot. Wir können keine Kündigung schicken. Wir müssen für immer arbeiten jetzt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich geh mal hier lang. Ist da irgendwas? Oh Gott, 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 oh Gott. Wieso ist das Spiel so dunkel? Ja, das frage ich mich auch. Hat eigentlich eine Grafik wie Witcher, man sieht's nur nicht. Weil ja alles so dunkel ist. Spielt halt nachts. Hallo? Helfen Sie mir! Ich werde sterben heute Nacht! Ich will nicht zur Arbeit gehen. Ich will nicht zur Arbeit gehen. Heute fühle ich mich nicht gut. Ich möchte lieber zu Hause bleiben und den ganzen Tag sinnlos binge-watchen. Ja, Laden steht. Oh Gott, dieses verhasste Geräusch. Ich mache erstmal die Klotür zu. Ist da irgendwas? Nee. Hier. Klotür zu. Ja, unser Porenkumpel ist auch wieder nicht da. Irgendwas auffüllen, irgendwas machen, irgendwas tun. Hier ist nichts. Sehr gut. Wenn hier nichts ist, mag ich es am liebsten. Ich gehe mal ganz kurz zuerst. Er ist tot. Pori ist tot. Bin ziemlich sicher. Das Ding ist immer noch kaputt. Alles klar.